Hallo und herzlich willkommen hier auf WAD. Heute machen wir mal ganz einfache Schokoplätzchen. Und für das Ganze brauchen wir eine Prise Salz, 400 Gramm Mehl, 180 Gramm Zucker. Wer das Ganze nicht so süß mag, kann auch weniger Zucker nehmen. Und wer es etwas süßer mag, auch noch mehr Zucker. 200 Gramm Stärke, ein halbes Päckchen Backpulver, 3 gehäufte Esslöffel Kakaopulver, 250 Gramm Backmargarine oder Butter, ein Ei. Und ihr könnt das am Ende noch dekorieren mit Puderzucker, eine Nuss-Nougat-Glasur oder eine Vanille-Glasur. Sollte der Teig jetzt etwas zu fest sein, geben wir einfach noch ein Ei dazu und wenn der Teig etwas zu flüssig ist, geben wir einfach noch ein bisschen Mehl dazu. Als erstes nehmen wir unsere Butter oder Backmargarine, packen diese aus, geben diese in ein Glas oder eine Schüssel, die Mikrowellen geeignet ist und geben es kurz in die Mikrowelle, damit die Butter bzw. Backmargarine weich wird. Die Backmargarine oder Butter muss nicht komplett flüssig sein. Für unseren Teig nehmen wir eine Küchenmaschine mit Knethaken. Ihr könnt auch ein ganz normales Handrührgerät mit Knethaken nehmen oder den kompletten Teig ganz per Hand machen. Das ist ganz euch überlassen. Als erstes geben wir die flüssigen Zutaten in unsere Schüssel, wie unsere weiche Butter bzw. Backmargarine. Als nächstes nehmen wir uns ein Ei. Als nächstes geben wir unseren Zucker dazu. Die halbe Packung Backpulver, eine Prise Salz und jetzt können wir die Maschine runterklappen, nehmen unseren Spritzschutz und geben, während die Maschine rührt, noch Kakaopulver, Stärke und Mehl hinzu. So sieht jetzt unser Teig aus. Der sieht jetzt etwas bröselig aus. Allerdings, wenn man den jetzt noch zu einem Teig knetet, lässt er sich wunderbar ausrollen und ausstechen. Wem das Ganze zu fest ist, kann jetzt noch ein Ei dazugeben. Und wenn es wieder ein bisschen zu flüssig ist, noch etwas Mehl. Und ich forme das Ganze jetzt noch per Hand zu einem Teigklumpen. Das Ganze riecht jetzt sehr schön nach Schokolade. Das tun wir jetzt für ca. eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Wenn euer Teig etwas flüssiger ist, könnt ihr das Ganze auch eine Stunde in den Kühlschrank tun. Nachdem der Teig jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank war, stechen wir das Ganze noch aus. Dafür nehmen wir ein paar Förmchen, am besten zwei Abstandhalter. Wenn die gleichmäßig dick werden, die Plätzchen, werden die auch schön gleichmäßig durch im Ofen. Wir haben hier ein paar Standardausstecher, wie so eine Blume, so einen Stern, ein Herz. Und damit das Ganze nicht so langweilig aussieht, machen wir noch einen Fuchs und eine Elster. Wir können das Ganze auf einem normalen Arbeitsplatz ausrollen. Ich nehme wieder so eine Silikonmatte. Da bestäuben wir die Arbeitsfläche etwas mit Mehl. Nehmen uns etwas Teig. Mehlen noch das Nudelholz ein und rollen das Ganze aus. Wie gesagt, wenn euch der Teig etwas zu fest ist, macht ihr einfach noch ein zweites Ei da dran. Stern, ein Herz eine Blume der Fuchs und Frau Elster. Und das Ganze geben wir jetzt auf ein Blech und backen das Ganze ca. 12 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen. Thank you.
Unsere Plätzchen waren jetzt 12 Minuten im Backofen. So sehen jetzt unsere fast fertigen Plätzchen aus. Und dann haben wir mehrere Möglichkeiten. Die erste ist, einfach nur Puderzucker drüber zu machen. Oder wir nehmen noch eine Glasur. Da sich die dunkle Glasur jetzt nicht so abhebt, nehme ich einfach mal die helle Vanilleglasur. Und das Ganze geben wir einfach in ein Wasserbad. Also tun jetzt heißes Wasser in eine Tasse, stecken das da rein, bis unsere Glasur weich wird. Und gießen das heiße Wasser rein und stecken unsere Glasur hoch und schneiden es dann später hier oben auf, wenn wir dann die ganzen Plätzchen glasieren. Unsere Glasur war jetzt eine Minute in der Tasse. Jetzt kneten wir die so ein bisschen durch, damit auch alles wirklich weich wird, und lassen das Ganze am besten nochmal eine Minute im heißen Wasserbad. Jetzt nehmen wir uns noch so einen Backpinsel und ein Handtuch und machen damit ein wenig die Packung trocken. Dann machen wir mal das Ganze hier oben auf mit der Schere. Wir drücken jetzt einfach, so wie mit einer Mayonnaise-Packung, und können das dann mit dem Backpinsel ein bisschen verteilen. Und wer jetzt noch möchte, kann noch ein paar Streusel da drauf machen. Und ihr habt ganz schnell, ganz einfach, ganz leckere Schokoplätzchen. Ciao, euer Locke von VHD. Gefallen hat, dann abonniert uns, klickt auf das Glöckchen und teilt und liked dieses Video. Besucht uns auch auf Facebook, Twitter und Instagram und unseren Blog vhd.com. Bis bald!